wie ich es geschafft habe, trotz Defizit stärker zu werden. Moinsen, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video from the Deutsche Bahn. Yo, ich bin gerade auf dem Rückweg, es ist Sonntag und ich war von Freitag bis heute in Koblenz zu einem Seminar gestern und wollte die Zeit mal nutzen, und da ich hier alleine im Abteil bin, dachte ich mir, ich nutze die Chance und sabbel ein bisschen was zu meiner Diät in die Kamera. First of all, sorry für den Ton, ich habe das Mikro vergessen. Aber gut. Meine Diät ist jetzt 2 Wochen alt. Und ich habe mich jetzt gestern und heute natürlich nicht wiegen können. Generell wollte ich aber einfach mal ein bisschen was dazu sagen, wie die letzten Tage so gelaufen sind und wie ich es geschafft habe, trotz Defizit stärker zu werden. Klingt magisch, ist es gar nicht. Wie läuft's? Also, aktuell bin ich auf 2800, 2850 Kalorien, so in etwa. Bin ja bei 104 Kilo gestartet. 103,9, glaube ich, oder so. Und hatte dann Ende der letzten Woche 103,5 und die Werte von dieser Woche sprechen so für 102,9, glaube ich. Also so bummelig ein halbes Kilo die Woche. Ist jetzt natürlich am Anfang vor allem wahrscheinlich Wasser. Aber ich habe auch dank Pascals Tipps Taillenumfang und Hüftumfang gemessen. Hüftumfang bzw. Bauchumfang ist ja immer nicht, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob es aussagekräftiger oder weniger aussagekräftig ist als Taille. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Taille ist auch, ich habe jetzt 2-mal gemessen bisher. Heute wäre das 3. Mal. Ja, jeweils um knappen Zentimeter, glaube ich, weniger geworden. Gürtel habe ich im Training gemerkt, ist auch weiter und lockerer geworden. Ja, also ich glaube, grundsätzlich tut sich da schon was. 2800 Kalorien stellen sich bei mir größtenteils, also natürlich nicht größtenteils, aber haben einen sehr, sehr hohen Proteinanteil. Also das heißt, ich liege so etwas oberhalb von 200 Gramm Protein am Tag. 200, 210, in der Spitze 220. Unter 100 Gramm Fett, also so zwischen 90 und 99, sag ich jetzt mal. Und der Rest sind Carbs, weiß ich gar nicht, so 250, 300, kommt das hin in der Rechnung, weiß ich nicht genau. Ja, so ist ungefähr aktuell meine Ernährung. Ich gestalte das relativ simpel, das heißt, ich esse eigentlich mehr oder weniger jeden Tag das Gleiche, bis auf jetzt gestern und heute, weil ich eben hier unterwegs bin. Und ansonsten hatte ich ja schon in meinem Video gesagt, was ich dann da so esse. Ich komme bisher sehr, sehr gut damit klar. Zwischendurch, dadurch, dass die Mahlzeiten ein bisschen ja auseinander liegen und ich ja nicht zwischendurch irgendwie großartig Snacks habe oder so. Also ich habe zwar einen Apfel und das Beef Jerky, aber ansonsten nicht wirklich. Dadurch habe ich manchmal so ein bisschen Hungergefühl, aber das konnte ich eigentlich meistens mit entsprechend viel Wasser. Also so 4 Liter habe ich am Tag eigentlich safe. Kann sogar manchmal sein, dass ich in Richtung 5 gehe. Jo, und somit läuft das eigentlich echt gut, muss ich sagen. Ja, also ich verliere Gewicht, ich verliere an Taillenumfang, aber, und das kommt jetzt das Spannendste, ich gewinne an Kraft. Und ich zeige jetzt erstmal ein paar Videos aus dem Training diese Woche. Ein bisschen Bank, ein bisschen Beugen, ein bisschen Heben und so. Und dann sage ich da mal was zu. Viel Spaß. Remember when there were no MP3s but CDs? Didn't care about germs, no concern of disease. Streetlights came on, we high-fived and we leave. Back in the days, it wasn't so hard to believe that I would wake up as the Black Power Ranger. Never scared of danger, snapping my fingers to the beat of my drum. Became addicted to fun, we would fight with our hands. Never needed a gun, we would gladly chill in the house, play mom and daddy. The greatest feeling was when nobody could ever tag me. So happy, not being the last to be chosen. To run to the candy lady to buy us a frozen. We were just kids up to no good. Remember the first time you watched Boys in the Hood? Rat tail in the back while my barber fades me. Do you remember when? Yes, no, remember maybe. When you would hear a song you liked and you felt like it was about your life. Remember when you would write a letter to your girlfriend and she would read it to all of her girlfriends. Remember staying up all night
hit the glass with your homeboys. Yeah. Remember G.I. Joe. Hey, yo, I hope to share all day. A long stay in the hallway. Harking back to an era of the tape play. Hitting on the track well. On a max cell. With the spitting, the beginning of a rap tale. A last scoop from Luke shine vividly. In due time, produce rhyme synergy. And for the longest, caught the blinking of the torment. Till England are performing, still thinking of us dormant. And so it be, who hold close and kept dear. We're left there, won't know folks by next year. For ties cut, invest shares, perplex peers. Rise up and flex fear, for heck sneers. The rest cheer, know we did it for a purpose. Poem of a kid who never did scratch surface. Until the own it, respect the craft for proponents. Cause it ain't over till it's sold. Remember what? You would hear a song you like, and you felt like it was about your life. Remember when you would write a letter to your girlfriend, and she would read it to all of her girlfriends? Yo, das waren die paar Einheiten diese Woche. Ich habe ja normalerweise vier, da ich aber eben die Abwesenheit jetzt hatte und das Seminar, waren es diese Woche nur drei, aber fair enough. Es entwickelt sich momentan echt gut. Also 140 oder 141 Kilo für drei zu beugen, ist für mich ein neuer Bestwert. 100 auf der Bank für 3 zu drücken und an dem Tag mit dem engen Bankdrücken sogar 102,5. Habe ich auch noch nie für 3 gedrückt, weder eng noch normal. Und 190 für 3 zu heben, auch wenn die richtig kacke aussahen, wie ich gesehen habe, ist halt für mich auch ein PR. Übrigens, diese PR-Geschichte, ja. Ich wollte mich da letztens mit einem Instagram-Post drüber lustig machen, habe es dann aber irgendwie doch nicht gemacht. Gar nicht aus einem bestimmten Grund, sondern weil ich immer vergessen habe zu posten. finde es halt lustig, dass so jeder gefühlt in jeder Disziplin, also in jeder Übung, bei jeder Variation, bei jeder Volumen- und Satzzahl ständig schreibt, das ist ein PR, das ist ein Volumen-PR, das ist ein der Mond steht hoch-PR. Weiß ich nicht. Leute, kommt auf euer Leben klar. Ich meine, wenn ihr progressiv eh steigert, ja, in eurem Plan, das vorgesehen ist, oder die, weiß ich nicht, Intensität eh steigen soll, dann müsst ihr doch nicht alles ins PR kennzeichnen. Weiß ich nicht. Sorry, aber verstehe ich nicht. Ja, also bei einem schweren Triple oder sowas, ja, meinetwegen. In den Grundübungen, ja, meinetwegen. Aber, ach, Leute, wen interessiert das denn, ob ihr beim Rudern 4x10 ein PR habt? Also, naja, egal. Soll ja jeder machen, wie er möchte. Kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Ich fänd's albern. Naja. Rant over. Ja, also wie gesagt, das sind Kraftwerte, die ich bis dato halt so noch nicht hatte. Und das eben trotz Defizit, auch wenn es ein kleines Defizit und noch nicht so lange ist, stimmt mich schon sehr positiv und sehr zufrieden. Ich schieb's einfach darauf, dass ich jetzt halt wirklich mich mal in Anführungszeichen vernünftig ernähre, weil ich habe die letzten Wochen, Monate, wenn nicht gar Jahre, eigentlich mehr oder weniger immer so gegessen, wie ich wollte. Ja, ich habe gesehen oder zugesehen, dass es viel Kalorien sind und auch so ein bisschen aufs Protein geachtet, aber manchmal halt auch gar nicht. Ja, also es kann halt durchaus schon mal vorgekommen sein, dass ich an einem Tag, weiß ich nicht, ich habe nicht getrackt oder so, aber gefühlt kann es halt durchaus vorgekommen sein, dass ich an einem Tag mal 3.500, 4.000 Kalorien gegessen habe und da dann 100 Gramm Eiweiß bei waren. Oder 70. So. Ja, dann ballert man sich halt 2 Pizzen rein und irgendwie nebenbei nur Junk und Eis und hast du nicht gesehen. Und bupp, ist man da. Und wenn du das halt ständig machst, dann merkst du natürlich nicht, dass es dir in Anführungszeichen schlecht geht. Es geht einem auch nicht sofort fühlbar, merkbar schlecht. Aber man merkt halt den Unterschied, oder ich persönlich merke dann den Unterschied, wenn ich mich dann halt eben mal besser ernähre. Ja, und mich konstant ernähre und mich von vernünftigen Lebensmitteln ernähre und aufs Protein achte, dann merke ich bei mir persönlich halt relativ schnell einen Unterschied. Klingt ja auch logisch. Naja, das soll es auf jeden Fall für den Moment gewesen sein. Übrigens, kann man das hier erkennen? Ganz schicke Aussicht eigentlich hier. Für mich als Nordlicht mit den ganz, ganz hohen Hamburger Bergen. Auf jeden Fall eine ganz schöne Gegend. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen, falls du zugesehen hast. Und
zum nächsten Video. Peace out.